Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder hier gefunden habt. Wir werden mal heute was anderes machen. Glaube ich. Ich weiß nur noch nicht was. Es ist so cool, wenn du keinen Lust hast, was du machen möchtest, aber ganz viele Pläne hast. Habe ich das richtig gemacht oder habe ich falsch rum hier gemacht? Machen wir kurz Break. Reißen wir das Ding hier mal raus. So, jetzt wird die schreien. Jetzt sagen wir mal ganz kurz die Geschwindigkeit hier drauf. Sagen wir mal 160er Gleise, okay. Machen wir drauf. Gut. But why? Lass mich raten. Passt. Gut. Okay. Der Plan ist nämlich jetzt folgendermaßen. Wir werden eine neue Linie aufmachen. Von Kelkheim aus nach Wöhringen, Kembach, rüber nach Penig und von Penig aus rüber nach Riedstadt. Da hängt nämlich schon ein bisschen was dran. Unter anderem auch ein kleiner Hafen und eine Linie, die sich auch ganz gut sehen lassen kann. Und damit verbringen wir hier erstmal ein bisschen Zeit. Das Ganze wird auf 160 km/h ausgelegt werden und wird diesen Streckenabschnitt hier betreffen. Das geht nämlich hier ein bisschen raus. Und zwar wird das dann hier aufgedröselt werden. Komme ich hier nicht raus, ne? Nee, keine Chance. Macht aber auch nichts. Wir könnten das theoretisch noch umbauen. Mache ich jetzt aber im Augenblick auch noch nicht. Muss ja auch nicht, ne? Okay, dann lass uns hier mal schnell einen Bahnhof bauen. Natürlich bauen wir hier gerne auch moderne Bahnhöfe. 400 Meter Bahnhöfe. Gerne doppelte Anschlüsse. Muss mal schnell schauen. Ich muss hier hochkommen. Das heißt, am liebsten wäre mir hier ein gerader Bahnhof. Sowas zum Beispiel. Nicht diese XXL-Dinger. Machen wir mal einen kleinen Anschluss ran. Die passen hier nämlich auch sehr schön dran. So. So, jetzt ist der schon mal dran. Und jetzt legen wir einfach nur noch die Gleise hier rüber. Das ist gar nicht so ektig eigentlich. So vielleicht. So, vielleicht noch ein bisschen. Ja, so ist eigentlich ganz schick. So ist cool. So. Ja, die kommen schon unten durch, das passt soweit. Steigung zu groß, ehrlich? Really? Ach der, ja. Okay, ich sehe schon. Warte, anders. Ja, ach so ist besser. Gut. Okay. Kleiner Tunnel darf auch gerne drin sein. Wir wollen hier halt einfach mal noch kurz diese kleinen Nebenkriegsschauplätze wollen wir gerne mal anschließen. An das große Ganze, wenn man so möchte. Und das ist jetzt hier so eine Idee. Wie machen wir das? Das ist auch wieder ein großer Bahnhof, aber... Ah, warte mal, nein. Warum ist denn der Curved-Mod jetzt gerade nicht drin? Der geht mir gerade ein bisschen ab. Oh, den muss ich noch reinnehmen, unbedingt. Ja gut, dann geht jetzt gerade nichts anders. Dann müssen wir da jetzt mit der Situation hier leben. Und zwar, ich muss nämlich jetzt hier irgendwie reingucken. Mir so ein Bahnhof vielleicht rein. Ja, können wir auch auf Vierer machen. Warum nicht? Warte mal ganz kurz. Hier habe ich... Ja, wobei...
Hier hinten hätte man natürlich auch noch Möglichkeiten. Nee, pass auf, wir machen folgendes. Ich möchte das Ding hier ungefähr haben. So. Auch hier wieder gleicher Anschluss, die kommen alle zeitgleich. Dran. Jetzt müssen wir das nur noch bautechnisch so einfügen, dass es hinhaut. Das heißt, wir gehen hier einen langen Bogen raus, wenn wir das hinbekommen. So ungefähr. Okay. Dann mit dem äußeren von beiden gehe ich hier jetzt direkt rein. Ich hoffe, das klappt. So. Hier wird es kaum weitere Signale geben. Die werden nämlich im Bahnhof stehen müssen. Ähnlich der anderen Linie, die wir noch nicht weiter haben. Und jetzt geht das Ding über Penig hier oben. Das wird jetzt eh auch nochmal ein bisschen anstrengend werden, das einzubauen, dass es geil aussieht. Ich klatsche das jetzt trotzdem einfach mal in die Prärie rein, weil diese Städte entwickeln sich ja in aller Regel. Ich weiß, die haben eigentlich so eine Bushaltestelle, haben die, aber ich finde diese Bushaltestellen generell geiler. Das wirkt einfach authentischer so. So, jetzt gehen die hier in einem eng gezogenen Bogen raus. Ich will nicht, dass die hier groß Streck oder Zeit verlieren. Die sollen hier wirklich ganz eng rausgehen. Weil dann ist hier am wenigsten Geschwindigkeit einfach verloren. Wenn ich schon die andere Möglichkeit nicht habe mit den Curved-Bahnhöfen, dann nutze ich das in der Regel so. Das Schöne an der Sache ist, gerade Fahrzeuge, die wie jetzt... Die Züge haben natürlich den Vorteil, die bremsen ohnehin sehr stark vor einem Bahnhof ab. Und diese Eigenschaft mache ich mir jetzt einfach zunutze und sage denen, pass auf, ihr müsst ja gar nicht so schnell in den Bahnhof einfahren. Ihr habt ja davor sowieso eine kleine Kurve. Oder beim Beschleunigen ist es ja auch noch nicht so schlimm. Da reicht mir, wenn die in der Gerade dann hier oben quasi hier diese L-Form fahren. Und jetzt ist bloß die nächste Schwierigkeit. Wir müssen gucken. Hab da schon so eine Idee, wie wir das hier lösen könnten. Ja, und zwar, wir gehen hier mit einer geraden Linie raus. Das ist jetzt allerdings ein bisschen arg experimental, ne? Also, da könnte man natürlich richtig geile Sachen mit anstellen noch. Und zwar sagen wir jetzt mit der Geraden hier, die geht hier rüber. So, da kann man halt richtig coole Sachen, schaut euch das mal an. Mit diesem Dreieck kriegen wir halt einen saucoolen Verbinder hier rüber. Und da könnte ich euch dann noch was bei Gelegenheit zeigen. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Und zwar, dieser Bahnhof wird hier oben einen Anschluss kriegen, wenn ich es irgendwie reinbekomme. Nee, das wird eigentlich fast nicht möglich sein. Ich will halt nicht so viel weglassen. Ja, das ist alles Quark hier oben. So, machen wir das mal so. Ja, hier sollte es gehen. Gut. Da kommen wir irgendwie nicht so ganz geil hin, ha? Huh? Ich meine, ich könnte schauen, dass ich es hier so... Ja, hier. Gut, dann muss ich aber jetzt ganz arg reingehen. So. Okay. Und dann machen wir das hier rüber. Jetzt dauert es noch ein Schlückchen. Ja, meine Lieben, entschuldigt auch, dass diese Folge heute ein bisschen später rauskommt. Ich war sehr lange jetzt noch bei der Werkstatt mit einem Auto gewesen und das hat ein bisschen gedauert. Und jetzt ist aber alles wieder goodie, jetzt ist alles wieder shiny. Da ist auch wirklich nicht viel kaputt gewesen. Aber nur so eine Bremsleuchte, ihr kennt das ja bestimmt. Na, will mal so eine Bremsleuchte wieder nicht, wie ich will, und dann ist alles blöd.
mehr. Okay, das ist Quark so. So, machen wir das so. Das wird jetzt eine richtig krasse Geschichte hier werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da hier draußen muss ja niemand lang, oder? Nee, hier ist eigentlich tote Hose. So will ich eigentlich hin. Weil hier hinten kommt kein Schiff mehr, das ist völlig egal. Und auch hier gehen wir wieder in einen engen Bogen rein. Mit dem einzigen Unterschied, das ist jetzt der einzige Unterschied nochmal. Und zwar hier wollen wir einfach den inneren Bahnhof kriegen. Und dann kommt hier tatsächlich auch ein Signal her. Gut, und den Rest lassen wir jetzt signalfrei fast schon laufen, wollte ich gerade sagen. Unterschied, hier muss eins hin. Und hier muss eins hin, damit die Züge richtig fahren können. Und dann muss hier vorne am Eingangsbereich auch nochmal eins her. Und dann haben wir es eigentlich, das sind eigentlich alle Signale, die ich gerade hier brauchen wollen würde. Unterschied nochmal in der Hinsicht, wir werden gucken müssen, das wird eigentlich kein Thema sein, normalerweise, die Züge hier anständig drauf zu bekommen, denn die sollten eigentlich über den Bahnhof 1 letzten Endes hier in diesen Teil reinfahren können und von dort aus dann sich verteilen. Das heißt, wir müssten hier gar keine weiteren Umsetzungen machen, wir müssen jetzt bloß mal Folgendes machen. Ich will nur Züge sehen, die nur hier sind und das ist nur einer. Und diesen Zug hier will ich mit einer schönen neuen Bahn ein bisschen aufpeppen. Mein Ziel ist es, auf die Hauptroute quasi mehr drauf zu bekommen. Jetzt machen wir Folgendes. Entweder hier hinter und dann hier rüber. Das müsste jetzt eigentlich ganz gut funktionieren und dann kommt der nämlich. Würde er jetzt wieder zurückfahren, fährt er aber nicht. Der muss nämlich da rein. Und da haben wir jetzt ein Problem. Mal ganz kurz schauen. Das hier funktioniert. Der fährt hier hinter und kommt dann wieder zurück. Und jetzt kriegt er hier oben ein Problem, weil er nicht auf die richtige Spur rücken kann. Genau. Lösen wir. Und sagen ihm dann, er muss, bevor er in die 6 fährt, muss er hier auf jeden Fall bei dem Signal vorbeikommen. Bingo. Okay. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. So, dann kommt er hier rein, dann ist er bei der 7 und dann fährt er hier wieder nach der 7, kommt er vor der 8 vorbei. Und dann fährt er wieder zurück in sein Körbchen und das ist die Kelkheim... was ist denn da ganz hinten? Warte mal ganz kurz, die Kelkheim-Linie... Die kriegt auch noch eine andere Farbe. Riedstadt. Kelkheim, Riedstadt. Das ist diese Linie. Und die werden wir jetzt, pass auf, den machen wir in so einem Farbenton. Das ist nämlich ein bisschen farbenfroher auch. Ja, passt auch schön mit dem Grün hier. Gut, und für die überlegen wir uns jetzt mal eine Zuggesellschaft. Wir haben 181, das können wir jetzt mal ganz kurz starten lassen. Wir brauchen auch noch Züge und so weiter. Das ist alles ganz, ganz easy. So, hat uns natürlich auch jetzt auch ein bisschen was gekostet, dieser Bau. Soll auch, ja. Ich meine, billig ist das nicht, aber das ist ja auch, wenn es billig wäre, wäre es ja auch langweilig. Sind wir ehrlich, oder? Jetzt höre ich die ersten wieder, Zwergi, du Wahnsinniger, das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht tun. Ja, doch, eigentlich schon. So, Triebwagen. Elektrisch. Was stelle ich mir hier drauf vor? Stocks ist mir zu heavy. Der wäre auch geil. Der schafft doch die 160. So ein Regio halt. Einfach ein stinknormaler Regio auf der Linie drauf. S-Bahn München müsste es sein. Ein Flirt Express ist dafür fast zu heavy. Was haben wir hier noch drauf? Sind dieselben, oder? Ach, da wären die Jungs noch dabei. Die Hürz, aber das ist Quark. Das ist zu blödsinnig. Die Lightning Hawks. Ja, 450, klar, logisch.
Nee, pass auf, da machen wir die Jungs drauf. Die sind auch teuer genug. Aber in der, den Vierteiler nur, den kleineren von denen. Die sind 100 Meter lang, das ist auch jetzt nicht so wild. Ich brauche für die, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich kaufe da jetzt mal welche und pack den auf die Kelkheim-Linie drauf. Und pack die weiter auf die Kelkheim-Linie drauf. Jetzt haben wir hier 5 Minuten. Eine noch, da müsste es reichen. Machen wir noch einen. Komm, dann ist aber gut. Ja, jetzt ist okay. Die Rate ist super. Das dauert natürlich jetzt, bis die alle loslegen. Ich bin so heavy gespannt, meine Lieben, wenn die ersten hier ankommen. Das sollte nicht ewig dauern. Die kosten natürlich jetzt auch ein bisschen was. Jetzt mache ich mal ganz kurz auf langsamen Spielmodi, weil wir haben die Städte zum Teil hier noch gar nicht angebunden und das müssen wir auf jeden Fall nachholen, weil das ist so, ich glaube, das ist sonst ein ganz blödes Ding. So, kleistern wir hier nochmal ein paar rein. So, das ist jetzt super. Dann, wie gesagt, ich muss mich jetzt ein Ticken, ein Müh beeilen. Das ist wirklich nur ein Müh. Das wird jetzt eine ganz Stern- oder eine ganz normale 0815-Linie, die hier lang geht. In Wöhring. Wöhringen Bus 1. Der wird irgendwann mal zu einer Tram werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das machen möchte. Im Augenblick noch nicht. Kleine Wagen, kleine Fahrzeuge, die hier die ersten Leute hinbringen. Das soll auch eine schöne kleine Nummer sein. So ein City-Spritter ist mir allerdings zu klein für diese der doch relativ große Linie. Ich hätte da gerne irgendwas im Bereich, so ein Hescania, ja, sowas in die Richtung. Und das ist jetzt Wöhringen. Ja, ist okay. Gut, auf geht's. Nächste. Ich muss halt jetzt mich einen Ticken, wirklich ein Müh beeilen, weil die Züge ja jetzt schon on the road sind. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier nicht 100 Jahre rumstehen und warten, dass hier die Züge soweit ready werden. Beziehungsweise ich darf eigentlich einfach nur keine Zeit vertrödeln. Weil dann halt wirklich alle Züge nacheinander hier reinschneien auf der Linie. Die sind jetzt schon teuer genug, das ist mir klar. Aber macht auch nichts. So, das ist Kemberg. Kemberg Bus 1, zack. Haben wir auch drauf. Goodie, jetzt kommt denn wieder hier noch ein paar Fahrzeuge drauf. Den Hescania nehme ich eigentlich ganz gerne für solche Starterlinien mittlerweile. Was haben wir hier? 79er. Machen wir noch zwei drauf, da müsste es passen. Wo ist er? Passt. Und weiter zum nächsten. Jetzt in der Wunderstadt Penig. Da sind wir auch dabei. Die wunderschöne Stadt Penig. Wer kennt sie nicht? Ja, das ist. Hier ist es herrlich, ja. Immer nette Leute, immer freundliche Leute auch. Das ist, ja, Penig ist halt einfach super. Ja, manchmal ein bisschen zu wenig geschäftig, ja. Man sagt, Penig ist ja so, ja, wärst du nicht hier, wärst du nicht in Penig, ne? Also, man will in Penig noch etwas erreichen, dauert aber noch. Jetzt kommt erstmal der öffentliche Nahverkehr nach Penig und das ist eine gute Sache für die Stadt. Natürlich, weil diese Stadt auch weiß, dass sie jetzt so langsam auch mal Gas geben darf. Meinen Sie mal ehrlich, Penig ist jetzt ein Nest am Ende der Welt, ne? Und freut sich jetzt einfach mal gerade, dass sie einfach nur ein paar Busse kriegen. Passt sogar. Gut. Damit sind die Städte hier eingerichtet. Jetzt kommt noch die Verbindungslinie. Das ist eine reine Transferlinie, ja? Das heißt, die hier wird von nur eine einzige Haltestelle haben. Und zwar, die fährt von hier nach da. Und das ist Riedstadt Shuttle. Okay, das im Shuttle ist es so, also ich überlege mir, ob ich das nicht irgendwann aufrüsten soll zu einer etwas größeren Geschichte. Das
Sag mal, wie haben wir denn die Fahrzeuge hier gekriegt? Die sind doch nicht. Sind die echt von hier oben gekommen? Ja, okay. Das wird natürlich eine andere Geschichte jetzt werden. Hier werden wir mehr Leute zubringen dürfen. Das bedeutet, hier werden wir die ersten Zitaros draufpacken. Wenn ich sie finde. Die waren doch hier immer. Die so weit unten? Nee. Wo sind meine... Da. Oh, das sind jetzt arg viele, hä? Ich guck mal. Das sind aber fast ein bisschen zu viele. Das sollte jetzt ein aberwitziger Takt werden. Jo, würde er auch. Wir gucken trotzdem. Wir lassen das einfach jetzt mal dahin treiben. Ja, ich sehe, das kommt, das wird super. Mir gefällt das jetzt schon eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal gerade, haben wir hier schon den ersten Zug drauf? Nee, aber da könnte einer kommen. Ist aber noch nicht der Zug, den wir suchen dafür. Und da hängt auch der andere nochmal gerade volle Kanne im falschen Reiter drin. Ich hoffe, den kriegen wir wieder rückwärts. Probieren wir es mal. Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.